Hi, ich bin Olli. Ich liebe alles, was hell und farbenfroh ist. Zuerst stellen wir eine Perückenbasis her. Tauche ein getrocknetes Feuchttuch in Mehrzweckkleber. Kürze es und sie ist fertig. Jetzt wird es Zeit für Haarverlängerungen. Weiße Haare aus Bändern sind eine perfekte Basis, um die Haare zu färben. Jetzt werden unsere besten Koloristen mit der Arbeit anfangen. Benutzen wir alle Regenbogenfarben auf Ollis Haaren. Schau dir diesen weichen Farbübergang an. Yes! Regenbogenaugenbrauen sind ein Kunstwerk. Wow, Ollis Augen haben glänzende Strasssteine. Fast fertig, wir brauchen auch noch Kleidung. Regenbogeninspiration. Eine besondere Farbtechnik lässt dieses Oberteil besonders schön aussehen. Wow. Dieser Tüllrock ist so leicht wie eine Wolke. Olli hat einen ganzen Blumenstrauß gepflückt. Lass uns das Kleid damit dekorieren. Diese Sneaker brauchen eine Veränderung. Wie wäre es mit Regenbogensohlen? Wir brauchen diese Kristalle, um Ohrringe herzustellen. Ollis heller und farbenfroher Look ist das Hauptaugenmerk. Olli ist in einen Schönheitssalon gegangen. Ein Kolorist hat schon auf sie gewartet. Wir haben im Voraus seltene Töne bestellt. Ihre Veränderung wird legendär sein. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Setzen Sie sich, ich werde ein paar Anziehsachen für Sie aussuchen. Ich glaube nicht, dass sie mir passen werden. Ich würde die Anziehsachen lieber alleine aussuchen. Olli hat verschiedene Anziehsachen ausgesucht, um ein Regenbogenkleid zu bekommen. Wow, ich kann mich an dieses nicht erinnern. Ich habe selbst ein Meisterwerk erschaffen. Es ist Zeit fürs Make-up. Regenbogenaugenbrauen sind der zweite Schritt. Und der Friseur arbeitet schon an ihren Haaren. Diese Haarveränderung ist super gelaufen. Yay. Ihre Haare beinhalten alle Regenbogenfarben. Wow, danke, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Es hat mich gefreut zu helfen. Die Perlen sehen so hell aus. Welche sollen wir nehmen? Nimm etwas Draht. Schneide ein Stück für jede Farbe ab. Die Deckel aus Modelliermasse passen. Legen wir los. Olli ist in einen Salon gegangen, um eine Maniküre zu genießen, aber scheinbar ist niemand da. Hallo. Warte mal, ein Panda. Tut mir leid, ich habe eine Maske während meiner Mittagspause aufgetragen. Sie haben mich erschreckt. Was für eine schöne Nagelform. Mach die Basis fertig. Welche Farbe würde Ihnen gefallen? Olli kann sich nicht entscheiden. Warum sollte man sich beschränken, wenn man alle Farben benutzen kann? Ihre Regenbogenmaniküre sieht großartig aus. Farbenfrohe Bänder und ein getrocknetes Feuchttuch werden für eine Maske nützlich sein. Klebe sie nacheinander drauf, um einen Regenbogen zu erhalten. An den Seiten befinden sich Nylonfäden. Der Schutz muss modern sein. Olli geht zur jährlichen Untersuchung. Die Mitarbeiter in der Lalitown-Klinik sind freundlich und sehr gut. Hallo, ich habe einen Termin bei Dr. Reynolds. Natürlich, setzen Sie Ihre Maske auf. Oh, das habe ich ganz vergessen, tut mir leid. Wir können Ihnen eine kostenlose geben. Danke, ich habe meine eigene. Sie möchte, dass alles aussieht wie ein Regenbogen. Sie wartet auf Ihren Termin. Sie haben so eine süße Maske. Danke. Sie sind dran, nehmen Sie das. Okay. Olli lächelte und hat den Arzt in sein Zimmer begleitet. McDonald's hat ein neues Essen auf der Karte. Regenbogenpommes. Bereite farbiges Material vor. Wir haben knusprige Pommes aus Schaumpapier hergestellt. Schneide sie aus und stelle Schachteln für Pommes her. Fülle sie mit den Pommes. Dieses neue Essen wird alle direkt umhauen. Wow, es gibt etwas Neues auf der McDonald's-Karte. Olli konnte es nicht einfach ignorieren. Oh. Hallo, was kann ich Ihnen bringen? Ich muss alles probieren. Geben Sie mir viel Pommes. Okay. Sie hat ein ganzes Tablett voll bekommen. Hm, sieht lecker aus und ist auch noch so farbig. Olli hat fast alles aufgegessen. Füge dem Behälter einen Löffel Backpulver und einen Löffel Salz hinzu. Wir brauchen auch noch Glitzer. Vermische alles vorsichtig und füge der Flasche Schichten hinzu. Eine ganze Packung Designer-Badesalz. Es ist schön, ein Zuhause zu haben. Olli ist ins Badezimmer gegangen. Alles ist hier so schön und entspannend. Lass uns die Badewanne füllen. Es hat die perfekte Temperatur.
eintauchen. Aber irgendwas fehlt noch. Genau, mein Lieblingsregenbogensalz. Schon ganz wenig verwandelt das Wasser in eine schöne Farbe. Oh, schau dir diese Blasen an. Ich muss eine ganze Schachtel davon bestellen. Forme Draht zu einer Brille. Mit etwas Magie fängt das Gestell an zu glänzen. Regenbogenplastik lässt die ganze Welt heller und farbiger wirken. Mit solchen Linsen wirst du nie wieder schlechte Laune haben. Einmal ist Olli durch ihren Lieblingspark gelaufen, als sie einen komischen Rasen fand. Plötzlich hat sie ein Geräusch im Gebüsch gehört. Ihre Neugier hat gesiegt und sie hat reingeschaut. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Es ist ein echtes Einhorn. Wow, Olli und das Regenbogeneinhorn sehen so aus, als wären sie aus derselben Welt. Scheinbar wollte es ihr ein Geschenk geben. Eine Regenbogenbrille. Oh, wow. Danke, das ist so süß von dir. Olli hat sich die Welt durch sie angeschaut und hat nach Luft geschnappt. Die ganze Welt besteht aus Regenbogen. Es wird Zeit für das Einhorn, in seine Welt zurückzukehren. Olli wird sich eine lange Zeit an diesen Tag erinnern. Farbige Modelliermasse ist ein wahrer Schatz. Füge den Buchstaben S hinzu. Diese Skittles-Packungsschablone ist perfekt für Süßigkeiten. Falte sie und male sie in der bekannten roten Farbe an. Oh, hier gibt es so viele Süßigkeiten, lecker! Ein Etikett vervollständigt das Design. Bon Appetit! Olli ist in den Supermarkt gegangen, um Lebensmittel zu kaufen. Diese Möhren sind so knusprig und frisch und sie sind auch farbig. Tommy hat ein neues Süßigkeitengeschäft gefunden. Nur damit sie Bescheid wissen, es ist nicht geschlossen. Solche Skittles habe ich vorher noch nie gegessen. Behalten Sie sie einfach. Das muss nicht sein. Ich mag M&M's sowieso viel lieber. Das Gemüse kann im Supermarkt bleiben, aber Olli rennt los, um Süßigkeiten zu kaufen. Lecker. Das ist ein großartiges Mittagessen. Schneide ein Hoverboard der Schablone nach aus Styropor aus. Kürze die Seiten. Trage eine weiße Basis auf und male dann einen Regenbogen drauf. Die Reifen sind alt, aber das ist kein Problem. Schneide Flügel aus Karton aus. Jetzt sind die Reifen sicher. Schaumpapier verleiht die richtige Zugkraft. So ein modernes Hoverboard ist perfekt für unseren Modefan. Olli ist in der Stadt rumgelaufen, als sie plötzlich einen Leihservice bemerkte. Warum laufen? Dieses Regenbogen-Hoverboard hat genau auf mich gewartet. Aber so einfach ist das gar nicht. Olli kann ihr Gleichgewicht nicht behalten. Oh, sie ist runtergefallen. Gut, dass Tommy vorbeigekommen ist. Bist du okay? Bist du verletzt? Oh, ich bin okay, du hast mich gerettet. Ich bin so tollpatschig. Das bist du nicht, du brauchst nur etwas Übung. Olli hat sich beruhigt. Scheinbar haben sich die beiden verliebt. Tommy hat ihr geholfen, indem er ihre Hand gehalten hat. Es ist einfach, jede Aufgabe zusammen zu meistern, sogar ein Hoverboard zu fahren. Lass uns einen Rucksack herstellen. Der glitzernde Regenbogen sieht sogar noch besser auf einem Regenbogenhintergrund aus. Füge Seiten mit Reißverschlüssen hinzu. Das ist eine einfache Konstruktion, aber sie sieht sehr cool aus. Dekoriere ihn mit Bommeln an den Seiten. Und statt normalen BH-Trägern gibt es Perlenfäden. Olli ist zu einem Picknick gegangen. Sie liebt die Natur. Und die Bewohner denken, sie sei eine magische Fee. Sie hat sich gerade hingesetzt und ihr Essen rausgeholt, als ein Vogel kam, um einen Leckerbissen zu bekommen. Bedien dich! Hier gibt es genug Essen für alle. Olli hat einen Snack gegessen, einen schönen Blumenstrauß mitgenommen und ist losgegangen, um neue Orte zu erkunden. Skizziere einen Schlafsack auf Satinstoff. Nähe die Teile zusammen und fülle sie mit Füllmaterial. Darin zu schlafen wird weich und warm sein und schau dir den Himmel an. Filzbögen sind auch zu einem Regenbogen geworden. Das ist perfekt für Olli. Es ist sogar noch besser mit einem Regenbogenkissen. Vervollständige den Schlafsack mit einer Decke. Es ist so, als wäre ein Regenbogen am Himmel aufgetaucht. Am nächsten Tag hat Olli entschieden, etwas länger draußen zu bleiben. Sie hat sogar ihren Lieblingshund mitgenommen. Und sie haben viele Leckerbissen mit. Ich bin so glücklich. Es befindet sich sogar ein Regenbogen am Himmel. Ich wünschte, ich könnte hier die Nacht verbringen.
Scheinbar hat jemand ihren Wunsch gehört und ein Schlafsack ist aus dem Himmel aufgetaucht. Olli war geschockt. Das ist der Wahnsinn. Ein Einhorn und jetzt das. Es ist ein Wunder. Olli ist eingeschlafen und ihr Schlafsack hat sie ins Land der Regenbogenträume befördert.